Und da sind wir direkt beim Thema, Gin. Du hast dir ausgedacht, eine Fuselanleihe für Alkoholikerkneipen. Was ist das? Ja, das ist ein anderes Modell. Das ist auch etwas, habe ich mich auf dem Internet inspirieren lassen. Und nehmen wir mal einfach deinen Fall. Nimm mal an, du möchtest nebenher noch eine kleine Kneipe betreiben. Ja. Und du hast unglücklicherweise keine Ahnung von Kneipen und hast sie aufgemacht in einem Stadtteil, wo besonders viele arbeitslose Alkoholiker wohnen. So, und irgendwann, die kaufen alle natürlich nichts, weil sie kein Geld haben, und irgendwann reißt ihr die Hutschnur und sagt, scheiß drauf, ich lass sie einfach anschreiben. So, und du lässt sie anschreiben und die Alkoholiker finden das gut, dir ist das egal, ob du praktisch kein Geld verdienst oder nur theoretisch. Und irgendwann fällt das aber... Der braucht ein bisschen, aber sehr, sehr schön. Dein Bankberater fällt auf, dass du auf dem Papier Profite machst. Ja. Und dann zitiert er sich zu sich und sagt, wie hast du das gemacht? Und dann erklärst du ihm das mit den Schuldscheinen. Und dann sagt der Banker, brillant. Weißt du was, Markus? Daraus basteln wir jetzt ein Finanzprodukt. Wir nehmen jetzt diese Schuldscheine, wir bündeln die und verkaufen die weiter. Mit einem gewissen Abschlag, ja? Also wenn das 100 Euro Schulden sind, verkaufen wir die für 70 Euro weiter. Dann freut sich jemand, die restlichen 30 von den Alkoholikern zu holen, und wir sind das Risiko los. So, und damit das Ganze nicht wie Schuldscheine von Alkoholikern daherkommt, nennt man das Ganze Fuselanleihen. Ah, sehr gut. Ja. Ist ein bisschen sexier. So, ja. Und irgendwann kommt dann die nächste größere Bank und sagt, Fuselanleihen ist eine ganz gute Idee, aber man kann das doch sehr viel sicherer gestalten. Wir nehmen jetzt die besten dieser Fuselanleihen, die von den Alkoholikern mit Abitur. Ja. Und die bündeln wir nochmal neu zu einem neuen, sichereren Finanzprodukt. Das nennen wir SSO. Das kommt sehr schnittig daher. Keiner weiß, was es heißt. SSO steht für Suff-Sammelobligationen. Und die verkaufen wir dann nochmal weiter. Und das fängt an, richtig Schule zu machen. Das fängt an, richtig gut zu laufen. Du kaufst dir noch 2, 3 andere Kneipen dazu. Auch in Gegenden mit Alkoholikern, weil die ja besonders viel konsumieren werden. Alle sind gut drauf. Die Alkoholiker sind gut drauf. Und irgendwann... Ein paar Monate später fällt der HSH Nordbank und der Bayerischen Landesbank auf, dass dann tierisches Geschäft an ihnen vorbeiläuft. Ja. So, das sollte für dich als Anleger schon mal ein Signal sein, vorsichtig zu werden, ja, wenn Landesbanken auf den Zug aufspringen. Ja. Aber noch ist cool, nicht verloren, läuft alles super und alle sind gut gelaunt. Ja, super. Und warte ab. Und die Landesbanken haben auch gute Ideen. Die sagen, ja, SSO ist schön und gut, aber man kann das Ganze doch noch viel sicherer gestalten, todsicher quasi. Wir nehmen jetzt die allerbesten der SSOs, die von den Alkoholikern mit Doktortitel und ohne Leberzirrhose. Okay. Todsichere Angelegenheiten, die bünden wir nochmal neu zu einem neuen, todsicheren Finanzprodukt, DGZ, Delirium Garantie Zertifikat. Ja. Und damit Delirium-Garantie-Zertifikate nicht so wahllos daherkommen, lassen wir die auch bewerten von einer amerikanischen Rating-Agentur. Diese amerikanischen Rating-Agenturen, die machen das, was der Name schon sagt, die raten. Die raten, ob du in der Lage sein wirst, deine Schulden zu bezahlen. Die haben auch dementsprechend verdächtige Titel. Die größte heißt Standard & Poor's, also Standard Poor, gewöhnlich armselig. Die zweitgrößte heißt Moody. Moody heißt übersetzt so viel wie launisch. Und die drittgrößte heißt Fitch. Das heißt übersetzt erstmal gar nichts, ist aber vermutlich eine Kombination aus fucking Bitch. Fitch. Ja. Ja, oder formuliert sich prächtig hier. So, das Gute an diesen Ratingagenturen ist, du bezahlst die, wenn du bewertet werden willst. Ja. Wenn du denen genügend Geld in den Rachen geworfen hast, dann sind die magischerweise davon überzeugt, dass du alle Schulden begleichen kannst. Dann kriegst du die gewünschte Bewertung AAA, 3x A, alles absolut alkoholisch. Und mit dieser AAA-Bewertung ziehen jetzt die Bayerische Landesbank und die HSH Nordbank los und verticken DGZs im ganz großen Stil und alle steigen ein. Große Pensionsfonds, Leute stoßen ihre Staatsanleihen ab, Zahnärzte schulen um von Zahnarzt auf Kneipe, weil es der sicherste Weg zur ersten Million ist. Das ganze Land spielt verrückt. Alle sind gut drauf, alle machen mit. Führende Analysten sagen, es besteht überhaupt kein Grund, weshalb der DAX nicht am Jahresende die 12.000er Marke überspringen sollte. Alle sind gut gelaunt, bis dann irgendwann ein kleiner Sparkassendirektor von einem der Alkoholiker ein bisschen Geld in Begleichung einer allerersten Rate sehen möchte. Und dann, Markus, solltest du deinen Learjet schon mal mit Nase Richtung Karibik geparkt haben. Ja. Oder? Ja. Oder du machst, und das ist das vielversprechendere, du gehst zur Regierung und du sagst, Moment mal, das sind noch alles Hartz-IV-Empfänger. Das sind noch eure Leute. Und wenn ihr mich jetzt hier nicht aus der Kacke raushaut, dann fahren wir die Wirtschaft kollektiv so dermaßen in die Wand, dass ihr nie wieder gewählt werdet. Und schon spannt sich über dir ein Rettungsschirm auf, du springst ab, wir sehen uns immer wieder. Großartig. Und was ich...
Was ich gerade beobachtet habe, Dirk Müller hat bereits mitgeschrieben. Das ist doch ein Geschäftsmodell. Also ich muss mir das unbedingt merken. Also sensationell, klasse, Riesenkompliment, genauso funktioniert es. Es ist es so, läuft es genauso. Also er sagt es jetzt mit sehr viel schwarzem Humor versehen, aber läuft es tatsächlich so? Also im Prinzip ist es genau das, was er beschrieben hat. Natürlich ist es sehr humoristisch verpackt und er hat es super gemacht. Also und Sie verstehen noch weniger von dem, was also, er eigentlich verkauft hat. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich inspirieren lassen aus dem Internet. Ja, aber es ist irgendwie... Genau. Ich kannte es schon ungefähr, aber Sie haben es nochmal zur Spitze getrieben, Sie haben es nochmal perfektioniert. Herrlich. Also Kompliment, ja. Schöne Geschichte.